Zur Sims-Reihe gibt es teilweise wirklich witzige Memes, von denen ich einige in diesem Video vorstellen und darauf reagieren will. Auf Twitter gibt's diese The Sims Memes Seite und ich finde, die posten eigentlich doch immer ganz lustige Sachen. Also alle Bilder, auf die ich heute reagieren werde, kommen von dieser Twitter-Seite, solltet ihr unbedingt mal vorbeischauen. When all my Sims are doing well and happy and the pet running away music suddenly plays. Das ist aber echt so. In Die Sims 3 fand ich es immer schlimm, da sind die Tiere ja andauernd weggelaufen. In Sims 4 ist es mir nicht so häufig untergekommen, da hat's nicht so viel gespielt, die Musik. My female Sims versus my male Sims. Oh Mann, ist das bei euch wirklich der Fall? Also, wenn ich einen Sim erstelle, dann, boah, ich glaube, ich mache da gar keinen Unterschied. Bei Frauen hat man natürlich mehr Gestaltungsfreiheiten irgendwie so ein bisschen. Die Klamotten sind auch teilweise ein bisschen ausgefallener, aber ansonsten gibt's da nicht unbedingt sonst immer Unterschiede. Als ob so die männlichen Sims so komplett ignoriert werden. Das kann ich vielleicht schwer bewerten, aber falls hier weibliche Spieler sind, könnt ihr mal gerne schreiben, wie ihr das so macht. Das würde mich auch mal interessieren jetzt. Just need to adjust these last details. Done, that only took 2 hours, now I can finally start the game. Grab, character name. Das finde ich auch gut. Das ist immer so beschissen. Also wenn du ein Sim erstellst und dann, ich weiß nicht, ich bin mit den Namen auch immer ganz schlecht, das ist echt schlimm. Ich sitze da teilweise eine halbe Stunde dran, meistens, ich weiß nicht, ich versuche irgendeinen ausgefalleneren Namen zu finden, aber ich bin da richtig schlecht. Am besten ist es irgendwie immer noch, wenn man sich so bei Facebook irgendwelche Leute anguckt und dann davon so ein bisschen den Namen sich inspirieren lässt, das finde ich immer ganz gut. Quinton will be over in a few minutes. Wenn du dich mit deiner Theke einfach triffst, dann weiß ich auch nicht. Ist irgendwas schiefgelaufen. Aber diese Memes finde ich immer besonders witzig. Da gibt es auch so viele Bilder, auch mit, wo dann die Tiere dich zum Date einladen oder so bei den Sims. Bei Sims 4 ist mir das, glaube ich, mal passiert. Da hat mich echt dann so der Hund angerufen. Da gibt es teilweise echt ein paar komische Fehler. Oder Kleinkinder wollen dich zur Party einladen. Ich glaube, das ist echt so der Klassiker einfach. Oh Mann, das ist echt gut. Time to play The Sims. Oh boy, there's a patch update. Everything is broken now. Ich liebe diese Meme-Vorlage. Das gibt's auch mit so vielen anderen Sachen. Everything is broken now. Stellt euch mal vor, ihr macht so ein Update und dann kommt diese Fehlermeldung. Aber ehrlich gesagt, es gibt bei Sims 3 gab es immer Leute, die sehr viele Bugs hatten, auch sehr viele komische Bugs. Bei mir war es meistens irgendwie, das Spiel ist nicht flüssig gelaufen, aber das war es meistens auch schon. Und die Sims haben sich manchmal ein bisschen stur gestellt und wollten nicht das machen, was sie wollten. Aber so viele Bugs gab es bei mir in Sims 3 und Sims 4 eigentlich nicht. Es geht bei mir eigentlich immer voll. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Vielleicht habe ich einfach Glück oder irgendjemand macht was anderes falsch. Das kann natürlich auch sein. Aber everything is broken now. Dieser Gesichtsausdruck noch. Ah, ja. Mit Mods ist es dann natürlich noch problematischer. Da geht schon öfters mal was kaputt. Vor allem Sachen, die irgendwas an der Benutzeroberfläche ändern. Da ist bei mir dann auch immer irgendwie alles kaputt gewesen. Ich benutze jetzt leider keine Mods mehr. Aber when you've ran out of spoons, so you can use a bowl instead. Ich glaube, es gibt ja so größere Computerspiele-Seiten, die dann auch manchmal über die Sims schreiben und die natürlich nicht ganz so stark drin sind und ich glaube, so für die ist die Sims einfach genau das hier. Wenn du einfach direkt aus der Schüssel isst, nee Quatsch, sie hatte ja so Törtchen und dann isst sie noch direkt aus der Schüssel. Das ist mir in Sims 4 am Anfang immer passiert, da ist es passiert, dass die Sims einfach ihre Objekte quasi an ihre Hand festgeklebt haben und dann ist es eine Zeit lang nicht mehr weggegangen. Es wurde ja zum Glück gefixt, aber das war schon irgendwie ein lustiger Fehler auf jeden Fall. The Sims 1 is why I have trust issues. Incoming call. The end is near, make preparations. Das habe ich schon mal mitbekommen. Ich habe die Sims 1 ja leider nie aktiv gespielt, aber irgendwie die Anrufe und so dieses ganze Zeug, da gab es teilweise echt creepy Sachen. The end is near, make preparations. Okay, ich glaube, wenn mich so jemand anrufen würde, wäre ich, glaube ich, naja, noch, wäre mein Gesichtsausdruck noch ein bisschen krasser als das hier. I'm so proud of you, son. Stop crying and go play more chess.
ist aber echt so. Ich glaube, ich habe ja schon mal auf der Seite, wie gesagt, die verfolge ich ja eigentlich immer ganz regelmäßig und da like ich auch manchmal was. Da gibt es auch noch so ein Meme, das finde ich da einfach noch passender. Aber ich glaube, es ist halt echt so. Hier ist Sims 3 vom Interface. Das hier habe ich schon mal gesehen. Maxis Match, CC und Alpha CC, das finde ich so gut. Das ist aber echt so. Ich finde, stehe ich jetzt vielleicht auch ein bisschen alleine da, aber ich finde diesen Alpha CC, also diesen sehr realistisch angehauchten CC, sehr gruselig. Also wirklich manchmal, vor allem ist euch schon mal aufgefallen, meistens sind dann die Lippen von den Sims sehen so richtig trocken und porös aus. Ich finde das manchmal ganz gruselig. Oder sie sind so richtig shiny, als hätte man sie so eingeölt. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich werde damit nie warm. Ich meine, wenn das ganze Spiel in diesem realistischen Stil gehalten ist, ist das natürlich mega gut. Aber so als einzelne Sachen, wenn ein Sim so aussieht, aber die ganze komplette Spielwelt einfach in diesem Maxis Match, in diesem comic-mäßigen Stil gehalten ist, macht das doch gar keinen Sinn. Warum soll ich meine Sims dann so in diesem Stil gestalten? Also falls jemand von euch mit Alpha CC spielt, könnt ihr vielleicht mich ja gerne in den Kommentaren überzeugen, warum das denn doch gut aussieht. Aber ich glaube, ich werde damit einfach nicht mehr warm. Das hier habe ich vorhin gemeint, dieser Gesichtsausdruck und dann now dress, now eat, now kiss. Ich glaube, wenn die Sims wüssten, dass alles nur simuliert ist, dann würden die wahrscheinlich auch genauso gucken. Es ist ja sowieso so eine spannende Theorie. Es kann ja auch theoretisch sein, dass wir auch alle von irgendwas Höherem simuliert werden. Vielleicht ist da gerade irgendjemand über mir und weist mich darauf an, hier Sims-Memes anzugucken und darüber ein Video zu machen, wer weiß. Es soll besser keine schlechte Musik gespielt werden. Wenn man mich privat kennt, ich habe einen sehr, sehr komischen und schlechten Musikgeschmack. Aber ich muss zugeben, ich habe immer, wenn ich mich sehr stark konzentrieren muss, höre ich keine normale Musik, sondern höre ich echt manchmal die Sim-Soundtrack, weil der Soundtrack wird ja auch immer so gestaltet, dass du dich gut konzentrieren kannst. Wenn du bauen musst, musst du dich ein bisschen konzentrieren, musst du nachdenken und ich weiß nicht, mich entspannt es immer total und ich kann dann richtig gut denken. Ich finde, der Sim-Soundtrack ist dafür immer super geeignet, auch wenn ich dazu nicht so unbedingt abgehe. Ich glaube, das hier sind meine Sims, wenn man die Interaktion cancelt und sie einfach nur dastehen und du den freien Willen ausgeschaltet hast und sie nicht wissen, was sie machen sollen. Oh Mann, das ist echt irgendwie dumm, aber auch irgendwie richtig witzig. Baby Move Objects in Real Life, es ist aber echt so. Ganz am Anfang, als ich das gesehen habe, habe ich mich gefragt, wie das Bild funktioniert, also wie es dazu gekommen ist, aber hier wurde einfach nur der Stuhl oben durchgesägt oder so und dann ist es natürlich realistisch. Es gibt auch noch so eine Version mit so einer Pflanze, die oft ganz oft geteilt wird. I don't know how to connect them. Habt ihr auch so angefangen mit The Sims 4? Ich glaube, mein erstes Haus, ich habe es ja erst zu Weihnachten bekommen und habe ich mir ein paar Let's Plays dazu angeguckt. Also bei mir sah mein erstes Haus, glaube ich, nicht so aus. Ja, wenn ich mir so die Häuser von manchen YouTubern, die kein Sim spielen, angucke, die dann auch sowas Ähnliches bauen oder so ganz riesige Räume machen, dann ist es doch irgendwie so ein bisschen ähnlich. Und das letzte für dieses Video, my Sims deciding to make mac and cheese with level 1 cooking skill on the lowest quality stove. I've decided that I want to die. Ich verstehe das auch nicht, warum... Das ist so passend, wenn ihr euch an die Sims 3 erinnert. Wenn die Sims gekocht haben, ist irgendwie immer der Salat in Flammen aufgegangen und man fragt sich wirklich, warum? Das macht, hat so gar keinen Sinn gemacht, aber irgendwie war es halt echt immer der Fall. Ich finde das so gut. Das war's mit diesem Memes-Video. Welches fandet ihr am witzigsten? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.